Das Vogelschießen in Plauen beginnt vielleicht nicht so im großen Rahmen wie bei einigen bayerischen Nachbarn, kann aber trotzdem durch den Plauener Schützenverein auf eine lange Geschichte zurückblicken. Heutzutage steht aber mehr das Vergnügen auf den einzelnen Fahrgeschäften im Vordergrund. Trotz alledem beginnt das recht traditionelle Fest mit einer kurzen Rede des Oberbürgermeisters. Die einzelnen Schützenvereine bekommen als Erinnerung an die Teilnahme einen Wimpel. Das Anstechen des Fasses mit dem wohlschmeckenden Gerstensaft ist allerdings nicht so jedermanns Sache. Und so hatte auch unser OB damit so einige Probleme. Mal Schützenhilfe leisten jemand? Nichtsdestotrotz floss das schäumende Getränk und stillte die Kehlen an diesem wettermäßig schönen Nachmittag. Stand dann der Rundgang über das Volksfest an. Volk war allerdings nur wenig zu sehen, denn die meisten zog es an diesem heißen Nachmittag eher noch zu einem Besuch an der Talsperre Höhl oder im Freibad. Von dem 48 Meter hohen Riesenrad hat man einen herrlichen Blick über die Spitzenmetropole und davon konnte sich auch unser Stadtoberhaupt überzeugen. Etwas flotter, für manche zu flott, geht es im Frisbee zu. Und davon musste sich ebenfalls unser OB überzeugen. So, alles klar, Schaukelrunde. Mit leicht blassem Gesicht verließ er dann auch dieses Gefährt. Sollten Sie Lust bekommen, noch bis Sonntag haben Sie die Möglichkeit, den Pfingstrummel zu besuchen.